Warum macht man das so hässlich? Hier ist gut. Aber dort oben, boah, da graust's mir ja. Furchtbar. Okay, beruhigen. So, wunderbar. Jetzt müssen wir uns noch was einfallen lassen für hier. Hier haben wir gesagt 120. Ich würde sagen, wir verbauen den. So, zweites Gleis. Und dann müssen wir aber hier schon mal den Bahnhof bauen. Oh, ich hätte gesagt 160. Oh, mit zwei Durchgangsgleisen. Oh, dann hätte ich jetzt hier hin gebastelt. Ja, das heißt, das muss weichen. So, das ist Schwetzingen Hauptbahnhof. Na, das ist nicht Schwetzingen Zentrum, das ist Schwetzingen Güterbahnhof. So, und jetzt müssen wir hier aber schauen, wie wir hier rauskommen. So, ich hätte jetzt hier einfach mal generell gesagt 80. So, mal schauen, wie viel Platz wir da brauchen, damit wir das mit den 60 hinbekommen. Ich denke mal, so würde ausreichen. Ich hoffe es. Ja. Sogar fast schon zu viel. Jetzt gehen wir hier in die Kollision. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 71. Immer noch eine Kollision. Kann ich mich verarschen? Okay, nochmal. Würde es ja im Grunde schon reichen, wenn wir. So. Jetzt haben wir genau 60. Okay. Was haben wir jetzt gemacht? 60, 60, 60. Wunderbar. Okay, das könnten wir im Grunde bei 80 lassen. Diese kommt weg.
So, wo haben wir denn mit den Highspeed 100? Hier, wenn wir 83 haben. Das heißt, ich müsste im Grunde erst das 100er Gleis hier verlegen. Das dann irgendwie so aussieht. Das wäre dann genau da. Ist auch ein bisschen blöd. Was ist, wenn ich 100 auf langsam mache? Dann wäre es da. Dann könnten wir aber da auch 100 machen. Okay, etwas überfragt? 91, machen wir hier mal 100. Ja, wir halten hier mal so einen Abstand von 240, das ist dann... Das wäre ja dann genau irgendwo hier. Irgendwo hier wären dann die 100. So, was aber natürlich total beschissen aussieht. So, das sieht natürlich schon deutlich besser aus. So, jetzt kommen hier die 120 ran. Könnten wir im Grunde so lassen. Nehmen wir aber noch ein Stückchen 100. So, dann waren wir ja auch Rest 120. Oh, jetzt müssen wir aber das hier neu bauen. Das sieht schon besser aus. Das gefällt mir. So, tun wir nur ein bisschen angleichen. Und dann würde zumindest mal die Personenstrecke schon stehen. Um die Güterstrecke müssten wir uns dann noch kümmern, weil da müssten noch ein paar Flying Junctions rein. Zack, zack. Wie gesagt, alles ein bisschen schöner gestalten, dass man diese Ecken rausbekommt. So. Unsere geliebte Signalbrücke kommt natürlich auch hier zum Einsatz. Oh, wenn ich schon da bin. Kommt nämlich einmal hier und dann wieder hier. Na, aber nicht so.
Nicht so, nicht so, nicht so, sondern anders bitte. Wir möchten natürlich ein bisschen dem Vorbild entsprechen. So, hier ist dann 80. Und zudem kommt hier noch 80 erwarten dazu. So, Signale brauchen hier die freie Fahrt und auf der anderen Seite. Moment, bevor ich das weg tue. Machen wir hier noch jeweils eins hin. Und wir haben das jeweils hier und das normale, genau, das haben wir hier, wobei hier natürlich auch gilt Ausfahrt mit 80. Oh, hier ist 60, hier ist auch 60. Hier haben wir noch kein Schild mit 100. Halt rechts bitte. Und hier eins für 120. Sehr schön. So, versuchen wir mal unsere erste Linie. Das ist auch blöd, weil wir jetzt hier sozusagen ein unsichtbares Signal, nicht einen unsichtbaren Wegpunkt. Wo haben wir den? Hier haben wir den. Der geht also hier drüber, hält dann hier. Jetzt brauchen wir hier auch überall Wegpunkte. So. Natürlich ein bisschen der Nachteil. Der Nachteil an den Signalbrücken, man findet nicht wirklich, ja, wie soll man sagen, man findet nicht wirklich einen Punkt, wo man sagen kann, ich möchte jetzt hier das Signal auswählen. So, hier fahren wir hier durch. Was machst du denn jetzt? Du Heilige, ist das kurz oder was? Oh je, oh je, oh je. Gut, das ist dann Zug Schwetzingen-Heiterbach. Heiter, ja gut. Wie gesagt, wir spielen ja den Beta-Patch noch nicht. Besser gesagt, den Gameplay-Patch. So, da fehlen jetzt natürlich noch die Signale. Die könnte man auch noch schnell draufsetzen. Jetzt habe ich hier die Einfahrsignale vergessen. Das ist natürlich sehr gut.
Ich glaube, es werden hier öfters Personen Züge rumfahren. Deshalb machen wir das mal so. So, die 420 Meter. Oder besser gesagt, das ist in etwa mein Maßband. Kann man ja fast schon sagen. Oh je, nein. Jetzt muss ich hier die Schiene abreißen. Wie gesagt, das ist halt noch ein bisschen der Nachteil. Aber was macht man nun? Was macht man nicht alles? Okay, die stehen ja auch total. Das Hundeschild steht da echt tipptopp, muss man sagen. So, Signal. Okay. Mit. Was machen wir hier? 100. Okay. Auch 100 Ankündigung. Okay, hier muss ein Vorsignal noch hin. Ah, gut, jetzt im Tunnel wird es natürlich. Im Tunnel wird es jetzt natürlich ein bisschen beschissen. Weil da könnten wir die im Grunde auch einfach so an die Wand kleben. Ich versuch's mal. Ob es dann bei der Mitfahrt einigermaßen gut aussieht. Oh, mitten im Tunnel eigentlich. Gut, man wird es gar nicht sehen, es wird in der Wand drin sein. Aber gut. So, machen wir hier weiter. Nein, das ist falsch. So ist schon besser. So, hier brauchen wir auch wieder ein Vorsignal. Zack. Mit 100er Ankündigung. Steht auch wieder so. Na gut. So, das nächste ist dann etwa hier. So, man merkt, das Signalmenü ist deutlich leerer wie bei den Livestreams, weil da ja die ganzen HV-Signale mit dabei sind.